liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Objektivtest bei mir auf dem Kanal. Heute mal wieder ein Objektiv, ein Spaßobjektiv von meinem Lieblings-Spaßobjektivhersteller Pergier. Der versorgt mich ja in regelmäßigen Abständen mit günstigen und spannenden Objektiven. Also Spaßobjektiv ist so ein bisschen despektierlich gesagt. Kein Objektiv für Brot- und Butterfotografie, sondern ein Objektiv für besondere Looks und besondere Momente. Ja, und heute haben wir dieses kleine Prachtstück hier. Ich nehme das mal eben von der Kamera runter. Das ist das Pergier 10mm f5.6 Fisheye Objektiv. 10mm auch für die kleinen Sensoren. APS-C oder Micro Four Thirds. Das sind ja dann immerhin noch 15 mm, also sehr, sehr weitwinkelig. Fisheye, nicht vollkommen circular Fisheye, also kein kreisrund abbildendes Objektiv, aber ein Objektiv, das schon gehörig verzeichnet. Aber dafür, und jetzt schnallt euch an, 75 € für das kleine Schmuckstück. Kann man ja eigentlich gar nicht liegen lassen. Ja, ich musste das auch nicht liegen lassen. Pergier hat mir das wie immer kostenlos rübergeschickt. Das zum Thema Transparenz. Aber ich denke, dass 75 € auch so zwischendurch durchaus mal drinstecken. Ja, was gibt's dafür? Gucken wir uns das Ganze mal eben an, bevor wir über die fotografischen Qualitäten sprechen. Ein Objektiv mit fester Sonnenblende, sodass also Seiten- und Streulicht erstmal relativ sinnvoll ausgeschlossen werden. Ein relativ stark gewölbtes Frontelement. Elemente gibt es übrigens 6, das Ganze in 5 Gruppen, ist also ein richtig anständiges Objektiv. Es gibt eine Naheinstellgrenze von 15 cm, das Ganze wiegt 120 Grämmchen. Ja, hat ansonsten eine Blende von 5,6, aber auch keine andere. Das ist vielleicht so ein kleines Manko, wie wir vielleicht nachher noch sehen werden. Das Ganze auf die Kamera drauf montiert ist wirklich sehr, sehr kompakt und klein und eignet sich für doch erstaunlich viele Anwendungsfälle. Ja, ich habe gerade schon gesagt, Spaßobjektiv und 75 €. Jetzt muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, was kann man dafür erwarten? Oder fragen wir anders, für wen halte ich so ein Objektiv für geeignet? Also erstmal für jeden wie mich, der gerne lustige Objektive hat und damit ein bisschen rumspielt. Aber auch für jeden, der gerne ab und zu mal ein bisschen Weitwinkel oder Ultraweitwinkel fotografieren will, sich aber dafür nicht ein wirklich teures hochwertiges Objektiv kaufen möchte, vielleicht erstmal ein bisschen reinschnuppern möchte oder, wie gesagt, ab und zu mal ein paar Weitwinkelaufnahmen machen möchte. Also der gewiefte und ausgeprägte Landschaftsfotograf, für den ist das vielleicht nicht das richtige Objektiv. Für jemanden, der ab und zu mal ganz gerne so ein paar Weitwinkel-Schnappschüsse macht oder in der Streetfotografie mal den besonderen Winkel haben möchte, da ist das doch schon richtig interessant. Was also kann das Objektiv richtig gut? Es kann sehr ordentlich scharf zeichnen. Es ist nicht das schärfste Objektiv, was ich je gesehen habe, aber es bringt durchaus gut verwendbare Ergebnisse. Es kann besondere Perspektiven schaffen durch die unglaubliche Naheinstellgrenze. Ich kann also wirklich wahnsinnig nah an irgendwas rangehen und kann hier zum Beispiel im Studio mal dieses Mikrofon, was den Ton aufnimmt, in den Fokus nehmen. Und dann gehe ich hier ran. So. Hier habe ich die Schärfe. Und euch habe ich auch noch im Bild. Und dann habe ich dieses Bild gemacht. Das lässt sich natürlich auf der Straße draußen wahnsinnig gut einsetzen. Der Bildwinkel, der ist so weit, dass wenn ihr eine Person vollformatig aufnehmen möchtet, dann könnt ihr das bequem machen, wenn diese Person einen Meter von euch entfernt ist.
Das heißt, wenn ihr also irgendwo in einer größeren Gruppe fotografiert und ihr stellt euch direkt neben jemanden, der irgendwie interessant ist und nimmt dann die Kamera ans Auge und fotografiert für ihn, stracks an ihm vorbei, dann ist der Kollege trotzdem noch mit auf dem Bild. Das kann mitunter sehr praktisch sein. Ich habe hier mal ein paar Streetaufnahmen gemacht, einfach auf dem Wochenmarkt, indem ich mir die Kamera umgehängt habe und einfach vor der Brust ausgelöst habe. Das ist total unauffällig, da guckt keiner danach, ob du fotografierst oder nicht. Und man kriegt unheimlich schön viel von der gesamten Umgebung mit drauf. Und wenn man nah genug rangeht, dann sind auch die Personen, um die es geht, wunderschön nah und groß zu erkennen. Also, dass man auch so ein bisschen Emotion und solche Dinge schön mit aufs Bild bekommt. Weiterhin ist das Ding unheimlich gut einsetzbar, wenn ihr ein Motiv besonders hervorheben wollt. Wenn ihr das also mit seiner gesamten Umgebung abbilden wollt und eine besondere Betonung darauf legen möchtet. Natürlich durch die Verzeichnung, die man doch durchaus ordentlich sieht, sieht das Ganze nicht mehr wirklich natürlich aus, aber es gibt eine interessante Perspektive. Nicht für jedes Bild, aber für manches Bild. Man muss also auf der anderen Seite, und das finde ich auch einen interessanten Aspekt, gerade für so ein Objektiv für 75 Euro, das kann man sich auch kaufen, um sich selber fotografische Aufgaben zu stellen. Das heißt, ich kaufe mir das Objektiv und sage, so, jetzt gehe ich mal raus und suche nach Motiven, die für diese Art der Abbildung geeignet sind. Das macht mich in letzter Instanz flexibler und macht auch meinen Denkprozess für Bilder, also was kann ich überhaupt abbilden, ein ganzes Stück geschulter. Kann ich also fast nur empfehlen, wirklich, wenn man sagt, Mensch, mit Weitwinkel habe ich mich bis jetzt überhaupt noch nicht beschäftigt, nehmt mal die 75 Euro in die Hand, kauft euch das Objektiv und macht mal damit ein paar Wochen gute Bilder. Und dann, wenn ihr danach über Bilder, über Möglichkeiten nachdenkt, ist euer Horizont ein ganzes Stück erweitert. Was funktioniert mit dem Objektiv nicht so gut? Es gibt eine Sache, über die ich mich wirklich beim Fotografieren geärgert habe, und das ist die Tatsache, dass es keine wirkliche Blende gibt. Also das Ding hat Blende 5, 6 und das war es dann auch. Und ich muss ehrlich sagen, so wie das verarbeitet ist, das ist so ein echtes Objektiv. Also anders als der fotografierende Kameradeckel, das fasst sich an, es ist aus Metall und der Fokus läuft super, also wie ein richtiges Objektiv. Und da hätte ich mir in der einen oder anderen Situation definitiv schon eine Blende gewünscht. Einfach um auch mal auf Lichtsituationen ein bisschen flexibler reagieren zu können. Oder einfach auch um die Verschlusszeiten nicht überzustrapazieren. Denn bei viel Licht, da ist Blende 5, 6, naja, manchmal schon ein bisschen sehr offen. Also hätte ich mir 8 oder 11 dann schon gewünscht. Und bei der Konstruktion hier, ein ND-Filter, den kriegt man da recht schlecht drauf, obwohl das Ding hier tatsächlich auch ein Filtergewinde hat. Also würde ich jetzt nicht beschwören, aber ich würde glauben, dass da relativ schnell der Rand vom Filter mit aufs Bild kommt und dann für Vignettierung sorgt. Das ist also wahrscheinlich jetzt dann keine 75 Euro mehr gekostet. Sind wir da ehrlich? Das wäre wahrscheinlich so gewesen. Aber es ist ein gefühlter Nachteil in manchen Situationen. Das Zweite, was es nicht so richtig gut kann, ist natürlich alles, was mit Architektur und Landschaft zu tun hat. Denn wenn ich die Kamera auch nur minimal aus der Waagerechten bewege, dann fängt sofort an, das Bild richtig zu eiern. Das kann interessant und spannend sein, das kann aber auch ganz schnell fürchterlich nerven. Man muss sich also darüber bewusst sein, dass dieses Ding als Fischauge gedacht ist und dementsprechend die Linien außerhalb des Zentrums schon ein ganzes Stück strapaziert. Natürlich gibt es das Objektiv nicht nur für Fuji, sondern auch für Micro Four Thirds, für Canon EF-M Bayonet und für Sony E-Mount, da aber nicht für die Vollformatsensoren. Von so her für ganz, ganz viele Kamerasysteme zu bekommen, alle kleineren Sensoren. Und wie gesagt, ich komme immer wieder auf den Preis zurück, für 75 Euro macht man da mit Sicherheit nicht viel falsch, wenn man ein Objektiv haben möchte, mit dem man sich entweder selber ein bisschen herausfordern möchte oder mit dem man Spaß haben kann.
ein paar weitere Beispielbilder gibt es jetzt noch und dann wünsche ich dabei schon mal viel Spaß. Habe ich mit dem Objektiv tatsächlich genau das gehabt. Ich habe wirklich Spaß gehabt. Ich stehe auf solche Objektive, die müssen nicht in allen Facetten hochleistungsfähig sein und schon gar nicht, wenn sie nur 75 Euro kosten. Ich halte weiterhin den Gedanken, sich das selber zur, ich will jetzt nicht Fortbildungszwecken sagen, zu kaufen, durchaus interessant. Auch in Momenten, wo es einem fotografisch vielleicht gerade mal so ein bisschen an Kreativität mangelt, wo man sich mal ein bisschen herausfordern möchte, da sind das 75 richtig gut angelegte Euros, mit denen man ein bisschen rumziehen und Spaß haben kann. Den wünsche ich euch jetzt auch, mit oder ohne dem PerGear 10mm 5.6 Fisheye. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich wie immer an dieser Stelle, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, eine Kleinigkeit noch, bevor ich wirklich raus bin für heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann nehmt euch die 2 Sekunden Zeit und drückt da unten mal eben auf diesen Abonnieren-Button und am besten auf die Klingel daneben. Dann nämlich werdet ihr informiert, immer wenn es hier neue Videos gibt. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was hier auf dem Kanal so passiert. Naja, und interessante Inhalte gibt es dann dazu. Wenn ihr Lust habt, mal was im wirklichen Leben zu unternehmen, dann geht mal rüber auf meine Webseite pixelandgrain.de. Da findet ihr Informationen über meine Workshops. Die gibt es in der Dunkelkammer in Jever und immer mal wieder quer durch die Republik in ganz, ganz verschiedenen großen Städten. Und dann freue ich mich darauf, euch vielleicht mal ganz real in der Wirklichkeit begrüßen zu können. Ja, das war's für den Moment. Ich bin raus. Bis zum nächsten Video. Tschüss.